begrüßen Sie hier in Austin, Texas zu einem hoffentlich aufregenden Renntag. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem Game. Thank you.
Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihm aufgepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen in Richtung sind. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gedacht. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Sieger-Ero-Romero-Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nichts aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zu